ist der 4. März. So sieht unser Morgen aus. Heidi ist heute ein Early Bird. Ein Early Bird. Say hi. Hi, Bird. Jetzt darf sie zum Wachwerden Adley anschauen. Heute scheint die Sonne. Sind aktuell, let's go check. Ich glaube, es sind aktuell, sieht man das? Minus 10. Gar nicht mal so schlimm heute. Und die Sonne scheint. Jetzt gehen wir mal die Chicken rauslassen. Und dann nehme ich euch mal mit, weil mein Mann gesagt hat, ich soll euch mitnehmen. So. Schöner Tag heute, wirklich. Wirklich nicht kalt. Maverick hat jetzt gerade Angst, dass er mit mir spazieren gehen muss. Deswegen legt er sich einfach hin, nach dem Motto, ich gehe jetzt nirgendwo hin. Ist nämlich ein fauler, fauler, fauler Hund. Na los, let's go. Das war das Problem Anfang der Woche. Waren es Plusgrade, das heißt, es hat natürlich alles getaut. Und über Nacht waren es dann wieder minus 18 Grad. Jetzt haben wir überall, und es hat geschneit, jetzt haben wir überall unterm Schnee Eis. Das ist gar nicht mal so einfach, zum Chicken Coop zu kommen, ohne dass man sich auf den Arsch setzt. Probieren wir es einfach mal, ansonsten habt ihr was zu lachen, wenn ich stürze. Probieren wir unser Bestes. Uiuiui. Man sieht gar nicht mehr unser Deck, so viel Schnee liegt da mittlerweile. Wir hätten das mal freischaffeln sollen. Eine Aufgabe für den Herrn und Meister am Wochenende. Good workout. Mal gucken, ob wieder neue Spuren bei uns hier überall auf dem Hof sind, weil irgendwas läuft immer über unseren Hof. Das sieht, sind sogar neue Spuren da. Das sieht irgendwie sehr ähnlich aus wie Maverick Spuren. Keine Ahnung, ob das ein Kojote ist oder ob das ein Fuchs ist. Schon wieder überall neue Spuren. Ich höre schon, die Weiber wollen raus. Die machen schon wieder Krach. Ich hätte mir mal Handschuhe anziehen sollen. Boah. Meine Güte. Ja, sieht auch ein bisschen dreckig aus hier. Weiter als bis dahin gehen die Girls nicht. Die mögen den Schnee nämlich überhaupt nicht. Jetzt wollen wir den erstmal was zu futtern und dann lassen wir sie mal raus. Gut. Maverick will spielen. Komm her. Komm her, Süßer. Komm her. Oh. Komm her. Ja, das müssen wir aber nochmal üben, Mister. So. Ja, ich schnaufe und schniefe. Ich bin da als Dampflok. Weil ich jetzt den ganzen Weg wieder hochgehen musste. Und natürlich das Futter in der Garage ist. Mein Gott. Ich glaube gar nicht, wie anstrengend das ist, wenn es zu kalt ist. Oh, wir bräuchten mal wieder neues Futter. Mister, Herr Meister, wir müssen neues Futter kaufen. Die sind wie Maverick, die essen uns die Haare vom Kopf. Die kriegen nachher noch was anderes. What is it, buddy? What is it? Come here. Oh, give me your toy. Give me your toy. Spinner. Unser Spinner. So, da sind wir wieder. Wenn wir mal die Damen rauslassen. Oh. Hallo. Wait. Ja, das hängt irgendwie. Hallo. Good morning. Gleich nochmal aufmachen, richtig. Aufmachen. Hallo! Hallo Ladies! Good morning! Good morning! Ui! Bist du die Chefin? Ihr kriegt nachher noch was anderes. Yum yum. Könnt ihr mal gucken gehen, aber ich glaube, es haben schon Eier gab. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zeitig. Unsere Chicken legen eigentlich immer ein bisschen. Ups. Ui, was macht's denn hier? Nicht gut? Uch.
Haben wir schon ein paar Eier? Nein, doch. Fleißig. Good girls. Haben wir noch Wasser? Hallo? Neugierig. Du bist neugierig, ha? Huh? Hallo. Thanks for the eggs. Cool. Nehmen wir gleich mit. Die sind bestimmt noch warm. Die sind noch warm. Ja, die sind noch warm. Hallo. Hallo. Wo die sind? Hi. Hey, die hat denen eigentlich allen mal Namen gegeben. Aber ich kann die leider nicht mehr auseinanderhalten. Sagen wir einfach mal, du bist Poppy. Ja, Poppy. Da kann man nichts mit falsch machen. Wenn ich dich Poppy nenne. Oh, die sind wirklich noch warm. Nice. Cool. Und nachher gibt es noch mehr, denke ich mal. Ich müsste unbedingt nachher mal hier sauber machen drin. Das können wir nachher auch mal zusammen machen. So, wir machen jetzt mal Popcorn auf die alt-amerikanische Weise. Wer kennt es noch aus Filmen? Wer kennt es? Jetzt den Daumen hoch. Wir probieren das jetzt mal. Wir gucken jetzt erstmal, welches die richtige Größe dafür ist. Wir machen nur das Licht aus. Jetzt erreicht uns das über dem Herd. Da, dran ziehen und vorsichtig da lang bewegen. Gucken wir. Hier das erste Stück haben wir schon ab. Das ist still standing there. Now wir machen uns die kleine Flamme an. Ich hätte es mal vorher lesen sollen. Okay. Dann stellen wir das darauf. Steht das da? Und jetzt wollen wir mal sehen, wenn das anfängt mit Poppen. One week later. Tüte wächst. Guck dir das an. Careful, it's hot. So, jetzt öffnen wir das mal. Dann machen wir noch mal kurz. Oder eine Scissor. Wir cut da rein. Und jetzt kommt die große. Da. Fertig. Popcorn wie in alten Zeiten. Geschmack. Ich kann euch sagen, so delicious. Ich muss leise sein, sonst wollen die anderen beim Movie auch was haben.